Vögel, SPD-Fraktion. Einen schönen guten Morgen, sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Für die SPD ist der Familiennachzug auch zu subsidiär Schutzberechtigten aus ganz verschiedenen Gründen notwendig und richtig. Ich nenne sechs Gründe. Erstens. Der Schutz der Familie, und das gilt für alle Menschen, ist zu Recht ein im internationalen und im deutschen Recht fest verankertes Grund- und Menschenrecht. Ohne ihre Familien werden Menschen krank, sind einsam, werden unglücklich und sie werden sogar kriminell. Das zeigen alle Studien, die uns vorliegen. Und die Gleichstellung von subsidiär Schutzberechtigten mit den Asylberechtigten und mit den Flüchtlingen nach Genfer Flüchtlingskonvention, die ist richtig und geboten. Denn auch die subsidiär Schutzberechtigten bleiben bei uns, weil sie hier Schutz suchen und Schutz bekommen, nicht nur vorübergehend und auf Zeit, sondern sie bleiben oft jahrelang, ja manche sogar für immer. Und das gilt insbesondere für die Menschen, die aus Syrien zu uns geflohen sind, weil dass dort übermorgen Frieden herrscht, das ist leider nicht der Fall. Die Familie, und auch das ist ein wichtiger Gesichtspunkt, ist Voraussetzung für eine gute und gelungene Integration. Wer Sorgen um seine Liebsten im Herkunftsland hat, der kann sich nicht konzentrieren auf das Lernen unserer Sprache und auf seine Arbeit oder Ausbildung. Und deswegen sage ich auch noch einen weiteren Grund. Der Familiennachzug, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist einer der ganz wenigen sicheren und legalen Einreisewege für schutzbedürftige Menschen. Ansonsten sind diese Menschen angewiesen auf Schlepper und Schleuser, und das ist nicht in unserem Interesse. Und einen sechsten Punkt möchte ich nennen, und das ist auch für uns alle im Haus hier wichtig. Wir wollen Zuwanderung ordnen und steuern. Und Familiennachzug ermöglicht gerade diese Ordnung und Steuerung. Denn Familiennachzug geschieht nach festgelegten Kriterien, und wir können uns auch hier im aufnehmenden Land auf den Zuzug der Menschen vorbereiten. Und deswegen ist die SPD auch 2013 bei den Koalitionsverhandlungen genau mit dieser Position reingegangen und hat es erfolgreich durchgesetzt, dass auch subsidiär Schutzberechtigte einen Familiennachzug bekommen. Und mit dieser Begründung und mit dieser Haltung gehen wir in alle Debatten und in alle Verhandlungen, dass wir Familiennachzug für subsidiär Schutzberechtigte für notwendig und richtig halten. Und deshalb, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist natürlich aus SPD-Sicht das Ergebnis der Sondierungen nicht zufriedenstellend. Aber immerhin, und das sage ich ganz deutlich, wenn es dazu kommt, ein Kompromiss, mit dem Familiennachzug für subsidiär Schutzberechtigte wieder möglich werden wird. Zahlenmäßig begrenzt, 1.000 pro Monat, so ist der Plan, wenn es zu einer Koalition und zu einer Mehrheit hier im Bundestag kommt, und nach klaren und einschränkenden Kriterien. Aber das ist wichtig, dass es überhaupt zum Familiennachzug kommt. Und Bestandteil dieses Kompromisses, wir wissen ja nicht, ob es dazu kommt, aber wenn es dazu kommt, ist, dass es einen Antrag geben wird, dass der Familiennachzug zunächst einmal ausgesetzt bleibt, und zwar längstens bis zu einer Neuregelung, für die wir dann hier im Deutschen Bundestag hoffentlich eine Mehrheit bekommen und über die wir sicherlich engagiert verhandeln werden. Und das soll längstens bis 31. Juli sein. Um die Frist zu wahren, legen die Kolleginnen und Kollegen von der Union einen entsprechenden Antrag bereits heute vor. Ich sage für die SPD ganz deutlich, dass die SPD einer solchen Vereinbarung nur zustimmen wird, wenn in diesem Antrag mit der Aussetzung der Verlängerung der Aussetzung des Familiennachzugs das Datum 31.07. ganz fest verankert wird, damit wir keine Aussetzung des Familiennachzugs in alle Ewigkeit bekommen, sondern eine klare zeitliche Begrenzung. Und außerdem muss festgeschrieben werden, und auch das ist ein ganz wichtiger Punkt für uns, dass all diejenigen Menschen, deren Antrag, deren Möglichkeit auf Familiennachzug ausgesetzt war, dass sie die Chance bekommen, ihre Anträge bereits jetzt ab dem 18. März zu stellen und dass diese Anträge auch schon bearbeitet werden können. Herzlichen Dank. Jetzt erteile ich